Hallo und herzlich willkommen zu Barbecue Schwabe. Heute mache ich wieder eine schwäbische Spezialität, den Ofenschlupfer. Und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei. Als erstes heize ich den Grill auf 180 bis 200 Grad vor. Ich habe hier wieder meinen Pizzastein reingemacht, dass ich nicht so viel Hitze von unten bekomme. Den Ofenschlupfer mache ich in so eine Auflaufform rein. Dafür habe ich ein bisschen Butter nachher, um das einzustreichen, damit es nicht anbrennt oder anhängt. Für den Ofenschlüpfer selber brauche ich 3 Äpfel. Ich habe jetzt Jona Gold, dann 3 alte Weckle. Ich habe jetzt hier Burger Buns genommen, weil ich die noch von dem Rezept übrig hatte. Dann 20 Gramm Vanillezucker und ein bisschen Zimtzucker. Ich werde zu der Masse auch noch ein paar gestiftete Mandeln geben. Dann habe ich einen schönen Crunch beim Essen. Für die Royal, also die Masse, die oben drauf kommt, habe ich 200 Milliliter Milch und 400 Milliliter Sahne und 6 Eier. Ich pinsel jetzt erstmal die Form ein, dann kann ich die zur Seite stellen und dann steht die nicht mehr im Weg rum. Wenn die Form eingepinselt ist, mache ich mit der Royal weiter. Dafür gebe ich einfach die ganzen Zutaten in eine Schüssel. Wenn ich die Milch, die Sahne und die Eier in der Schüssel habe, dann gebe ich noch meine 20 Gramm Vanillezucker dazu und verrühre das Ganze einfach. Wenn das alles gut verrührt ist, stelle ich das auch zur Seite, das brauchen wir später wieder. Und dann mache ich weiter mit den Äpfeln. Die Äpfel als erstes schälen. Wenn die Äpfel geschält sind, halbieren. Und dann das Kerngehäuse rausmachen. Und dann schneide ich hier so Scheiben runter. Die müssen aber nicht zu dünn sein. Die können schon so, ja, 3-4 mm dick sein. Und das mache ich jetzt mit allen Äpfeln so. Wenn man die ganzen Äpfel in Scheiben geschnitten hat, dann nehme ich den Zimtzucker und gebe den da drüber. Und mischt das Ganze schön durch. Einfach, dass es gut bedeckt ist und überall was dran ist. Und stell das Ganze so auch wieder zur Seite und lass es mindestens 15 Minuten stehen. Wenn ich die Äpfel und den Guss soweit vorbereitet habe, dann nehme ich mir die Brötchen. Und schneide hier auch dünne Scheiben, ungefähr ja, ähnliche Dicke wie bei den Äpfeln, vielleicht etwas dicker. Wenn ich die Weckle alle klein geschnitten habe, dann nehme ich mir die Scheiben und lege die unten in die Form rein. Hier versuchen möglichst alle Lücken irgendwie zu füllen. Wenn ich die erste Schicht unten ausgelegt habe, nehme ich meine Apfelmasse und gebe die hier einfach drüber. Schauen, dass die Äpfel nicht so aneinander kleben. Hier auch wieder alles gut verteilen. Dann nehme ich meine Mandelstifte und gebe die hier drüber. Und mache dann noch mal eine Schicht von den Brötchen drüber. So sieht das Ganze jetzt aus. Und hier gebe ich jetzt einfach nur noch den Guss drüber. Und so gebe ich das Ganze jetzt für 20 bis 30 Minuten auf den Grill, den ich ja schon vorgeheizt habe. Ich habe gerade schon mal reingeschaut und der Ofenschlüpfer ist fertig. Und so werde ich ihn jetzt auch runternehmen. Ich werde den Ofenschlüpfer jetzt 10 Minuten abkühlen lassen und dann probiere ich das Ganze mal. Die Mandelsplitter habe ich schon ganz wieder vergessen, aber man merkt diesen schönen leichten Crunch, den man manchmal hat. Also ich finde, so ein Ofenschlüpfer geht immer und ist auch relativ einfach zu machen.
ist für mich eine Sache, die ich aus meiner Kindheit kenne, weil meine Oma das immer gemacht hat. Könnte ich jetzt noch Vanillesoße dazu machen, aber das ist an sich eigentlich schon ausreichend so. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.